Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer neuen Folge bei mir und hier bei dem ultimativen Reifentest. Ich hatte die Ehre, 3 Reifen für euch zu testen und zwar auf Herz und Nieren. Es war eine wirklich spannende Woche, Leute, und ich habe wirklich alles mit diesen Reifen gefahren. Ich bin bei Regen gefahren, ich bin bei Trockenheit gefahren, ich bin halbtrocken, ich bin Trails, Wurzeln. Ich habe wirklich alles mitgemacht, um wirklich herauszufinden, welcher Reifen wie gut ist, wo gut taugt und welcher Reifen wahrscheinlich auch der beste für alles ist. Und ich musste mir für diesen Videotrail natürlich auch Unterstützung und grünes Licht von den Behörden holen. Und an dieser Stelle möchte ich mich an allen Beteiligten bedanken für diese tolle Unterstützung und nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich dieses Video so in dieser Form drehen durfte. Die Trails sind auch alle heil geblieben und es gab keine Beanstandung. Aber jetzt genug gesabbelt und gebabbelt, los geht's zum Reifentest. Es geht nämlich hier um die Legende, den Verfolger und den Neuling. Bei der Legende handelt es sich natürlich um den Continental-Reifen und zwar den Baron. Der Verfolger ist der Maxxis Assegay und der Neuling der Scorpion von Pirelli. Als erster ging in den Test natürlich der Continental-Reifen, den Baron. Den habe ich in der Größe auf dem Vorderrad mit 29 Zoll und auf dem Hinterrad mit 27,5 Zoll Größe gefahren. Und wie ihr hier in der Einblendung schon seht, ist der große Vorteil dieses Reifens das Gewicht, denn er ist der leichteste der dreien. Der Maxxis Assegay kommt in der Exo Plus Pannenschutzkarkasse vorbei und ist hier der mittelschwerste Reifen von den dreien. Der Pirelli ist der schwerste Reifen von dem Trio, doch das soll gar nicht mal so verkehrt sein, wie sich im Test herausgestellt hat. Der Unterschied zwischen der S-Version und der R-Version an den Reifen werde ich euch gleich erklären. So viel Leute zu den technischen Daten und jetzt geht's ab auf den Trail. Und wir starten mit dem Neuling, dem Pirelli Scorpion S und R. Eins kann ich euch hier schon sagen, liebe Zuschauer, mit dem Pirelli zu fahren, ist wie ein Ritt auf einer Kanonenkugel. Der Pirelli ermöglicht euch durch seine hervorragende Eigendämpfung richtig schnell unterwegs zu sein, Sprünge richtig gedämpft zu meistern und es war eine Faszination, pur diesen Reifen zu fahren. Aber nicht nur diese enorme, starke Eigendämpfung sind seine Vorteile, sondern er hat auch Vorteile beim Aufziehen. Dieser Reifen war von Anfang an, sobald ich ihn auf der Felge hatte, sofort dicht, ohne Dichtmittel. Er lenkt trotz seines breiten Reifens auf der Vorderachse sehr harmonisch ein und gibt dann immer ein sauberes und gutes Fahrgefühl. Apropos Fahrgefühl, bei diesem Reifen hatte ich immer eine sehr gutes, ja, Rückmeldung, eine sehr gute Rückmeldung von Vorder- und Hinterreifen. Kommen wir jetzt zu dem Unterschied, die S-Version und die R-Version. Die S-Version ist ein Profil, was sehr grobstollig ist und die R-Version am Hinterrad, die ich hier getestet habe, ist ein Mix aus mittleren und großen Stollen an der Seite und ja, beide grippen gut, allerdings habe ich im Test feststellen müssen, dass bei losem Terrain der Hinterreifen, die R-Version, doch ab und zu mal viel Schlupf gegeben hat und nicht so gut grippte wie die S-Version, denn ich habe dann beides umgetauscht. Ich habe den Reifen, die S-Version, vorne gefahren und hinten. Und das macht euer Bike zur richtigen Waffe. Ein weiterer Pluspunkt für dieses Reifen gilt an den Luftdruck. Ihr könnt extrem geringe Luftdrücke mit dem Reifen fahren, ohne an Grip oder an Performance zu verlieren. Ich habe manchmal sogar nur 1 Bar Luftdruck gehabt und das Ding funktionierte hervorragend. Die starke Seitenkarkasse bietet wirklich sehr gut Schutz und auch viel Schutz gegen Durchschläge bei so geringem Luftdruck und hat mich wirklich begeistert. Ein weiterer Überraschungspunkt war der Nässe-Test. Dieser Reifen kommt sogar selbst mit Nässe klar. Bitte nicht falsch verstehen, ist es kein reiner Regenreifen oder Matschreifen, aber er kann richtig gut mit Nässe umgehen und das hat mir ebenfalls richtig gut gefallen. Trotz dieser breiten Reifenbreite ist der Rollwiderstand und das Rollverhalten dieses Reifens hervorragend. Jetzt wurde es richtig spannend, denn ich wollte jetzt wissen, was kann der Assegay? Kann der mit dem Pirelli mithalten oder mit dem Conti? Das war hier die große Frage. Und es ging auch direkt los auf den Trail. Und ja, hier auch die Vorteile von diesem Reifen. Dieser Reifen hat einen Ultra-Mörder-Grip, das kann ich euch jetzt schon sagen. Dieses grobstollige Profil gräbt sich wirklich in jeder Lebenslage, auf jedem Trail, richtig gut in den Boden rein und ihr habt mega viel Grip auch in der Seitenhaltung. Der Assegay mag loses Geröll, steinische Passagen, Wurzeln, alles. Er macht wirklich alles mit. Aber nicht nur der Grip sticht heraus, sondern auch das Bremsverhalten. Und Leute, das Bremsverhalten mit diesem Reifen ist wirklich der absolute Wahnsinn.
Aufgrund der weichen Stollen kribbt natürlich dieser Reifen nicht nur, sondern kann die Bremskräfte auch wirklich zu 100% auf der Straße übertragen. Und das spürt man und merkt man richtig, richtig gut. Es ist nämlich so, wenn man auf die Bremse tritt, als würde man einen Anker werfen. Solch ein Bremsverhalten habe ich bis jetzt noch auf keinem Reifen gespürt und auch nicht erlebt. Aber hier entsteht natürlich auch der Nachteil. Der SLG hatte nach einiger Zeit hier auf den Downhill-Passagen doch deutlich an Profil verloren. Das ist halt der Nachteil, wenn der Reifen leider etwas zu weich ist. Je schneller ihr bergab seid, desto besser performt dieser Reifen. Ich begrüße es sehr, dass er wirklich weiterentwickelt wurde und es nicht mehr zu diesen Eigenschaften des Minion 2 kommt, der immer so ein bisschen, ja ich sag mal, schwammig gewesen ist aufgrund dieser weichen Karkasse. Das hat er einfach nicht mehr, sondern er ist jetzt auch wesentlich stabiler und gibt viel mehr Rückmeldung. Und das begrüße ich wirklich bei diesem Reifen. Auch das Einlenken beim Vorderrad ist einfach nur göttlich. Das Lenkverhalten auf dem Vorderrad ist wahnsinnig präzise und messerscharf. Auffällig bei diesem Downhill-Reifen war tatsächlich doch der große Rollwiderstand, der sich auch beim E-Bike bemerkbar gemacht hat. Die große Frage, liebe Zuschauer, war jetzt eigentlich nur noch, wie funktioniert der SLG bei Nässe? Jo Leute, und auch der Nässe-Test ist relativ gut ausgefallen. Es ist kein Nässe-Liebhaber, aber er kann damit umgehen und man hat trotzdem auch bei starker Nässe immer noch sehr gut Gefühl und auch Vertrauen in den Reifen. Als letzter der Reifen war natürlich der Continental-Reifen dran, der Baron. Und ja, was gibt es zu diesem Baron zu sagen, liebe Zuschauer? Der Baron ist ein sehr ausgeglichener Reifen, der definitiv trockene Böden mag. In der Kombination mit 2,6 hinten und 2,4 vorne muss man sagen, dass der 2,6er einem immer so ein bisschen das Gefühl gibt, als würde man hinten mit so einem Ballon unterwegs sein. Ja, ich muss es leider so beschreiben, aber so ist es einfach. Ich fahre ihn jetzt schon seit einem Jahr und dieses Gefühl geht eigentlich nie so richtig weg. Man bekommt viel mehr, ja, ich sag mal, positive Rückmeldungen vom Vorderrad, von dem 2,4er. Und das performt auch wirklich besser als dieser 2,6er hinten. Leider ist es beim 2,6er so, dass diese kleinen Stollen sich relativ beim E-Mountainbike abfahren und man muss ihn halt häufig wechseln, wenn man viel mit ihm unterwegs ist. Trotzdem ist es erstaunlich, dass der Hinterreifen mit diesen kleinen Stollen doch so viel Grip manchmal aufbaut. Aber das Vorderrad dagegen ist eigentlich überragend, weil das performt richtig, richtig gut. Vielleicht ist eine Kombination mit 2,4 vorne und 2,4 hinten doch die bessere Wahl. Jo Leute, und dann kommt natürlich das richtig krasseste und das absolut schlechteste beim Baron, denn er verträgt absolut keine Nässe. Sobald es anfängt zu regnen oder der Trail, ja ich sag mal, rutschig und nass wird, baut dieser Reifen unwahrscheinlich an Haftung ab. Und das ist manchmal nicht nur nervig, sondern auch manchmal wirklich gefährlich. Denn es gibt manchmal so richtige Radversetzer, die einem die Luft manchmal anhalten lassen. Nichtsdestotrotz ist der Reifen ein guter Reifen auf trockenen Böden und funktioniert auch sehr gut bei Geröll. Und deswegen kann man sagen, er ist halt ein sehr neutraler und ausgewogener Reifen. Allerdings mit der Riesenschwäche bei Nässe. Jo Leute, und jetzt kommen wir natürlich zu meinem Endfazit. Und auf Platz 1 landet bei mir auf jeden Fall die Pirelli-Reifen. Der Pirelli-Reifen hat mir am meisten Spaß gemacht in dieser Testgruppe. Durch seine richtig, richtig krasse, geile Eigendämpfung, durch sein Fahrverhalten, durch seinen Grip, durch das Aufziehen, durch seine ganzen Präsentationen, die er einfach geboten hat, auch dass er mit Nässe umgehen kann, das hat mich einfach überzeugt und deswegen landet dieser Pirelli-Reifen auf Platz 1 und wenn ihr einen Reifen sucht, schaut euch den mal etwas näher an. Auf den zweiten Platz landet für mich der Maxxis SLG. Dieser Reifen hat mich wirklich überzeugt von Grip, von bremstechnisch, von Stabilität. Das war ein richtig guter Reifen, das hat auch Spaß gemacht. Er kommt nicht so ganz an diesen Pirelli ran, der hat einfach doch noch mehr Spaß gemacht. Auch wenn er in Sachen griptechnisch dem Pirelli ein kleines bisschen voraus ist, aber trotzdem ist es ein richtig hammergeiler Reifen und es hat auch mega Spaß gemacht, diesen zu testen. Last but not least kommt der Continental-Reifen und Leute, der Conti ist immer noch ein sehr guter Reifen. Allerdings ist er etwas in die Jahre gekommen und ich finde, es gehört langsam eine kleine Überarbeitung her, damit er wieder ganz vorne im Feld mitspielen kann. Wie schon erwähnt, ist es ein sehr neutraler und ausgewogener Reifen und auf trockenen Böden ist er natürlich auch eine kleine Macht. Allerdings zeigt dieser Test ganz deutlich, dass die Konkurrenz nicht geschlafen hat, sondern richtig aufgeholt hat. Ja Leute, das war mein Video zum ultimativen Reifentest. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch natürlich auch was gebracht. Wenn ihr einen Reifen sucht, schaut auch euch einfach mal diese Reifen genauer an. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der eure Kriterien erfüllt.
Wenn ihr noch Fragen zu diesen Reifen habt, die ich euch heute hier vorgestellt habe, haut's einfach in die Kommentare rein, ich beantworte sie euch gern. Ich bedanke mich fürs Einschalten, lasst mir doch einen Daumen oben und ein Abo da, darüber würde ich mich richtig, richtig mega freuen. Und ich sage, bleibt gesund, wir sehen uns auf dem Trail und bis zur nächsten Folge, ciao!